Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück zu Dave the Diver, das ein richtiges Arschlochspiel war in der letzten Folge, wie ihr mitgekriegt habt. Es tut mir übrigens nochmal sehr leid, dass ich die ganze Zeit so unfassbar angepisst war, aber ich denke mal, man kann es verstehen. Und ich glaube, man kann es sogar sehr, 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 sehr gut verstehen. Ja, ne, unsere Reise darunter war komplett für den Arsch. Weil wir unseren kompletten Thunfisch verloren haben. Alles, bis auf ein Stückchen, haben wir komplett den Thunfisch verloren. Alle drei oder vier Stück, die wir gejagt haben, ist alles weg. Inklusive den anderen Scheiß, den wir noch mitgenommen haben, ist alles weg. Weil das so ein mega super unglücklicher Fall gewesen ist, dass da drei, vier Quallen waren, die mich aus 10 Meter Entfernung mit Blitzen angeschossen und angeschissen haben. Ja, und das haben wir halt ganz einfach nicht überlebt und da war halt komplett alles weg. Geil. Vorhin sind wir gerade. Kann ich die jetzt aufheben? Ah, jetzt kann ich Seeigel. Seeigel einsammeln. Sehr gut. Hm? Achso. Ja, aber halt, ne, wir sind auch bei der zweiten Runde gerade so nur wieder an die Oberfläche gekommen, weil kein Sauerstoff da war. Ich schon wieder, weil überall irgendwie war alles voll mit Quallen. Keine Ahnung wieso, aber es war alles voller Quallen, überall. Keine Ahnung warum. Aber das Spiel meinte, ja, komm. Ne, hauen wir mal drauf hier. Die Alte kann's vertragen. Also, was soll's? Ach, halt's Maul und lass mich in Ruhe. Huch, nein, da wollte ich nicht hin. Hallo, hallo, die Steuerung funktioniert nicht mehr. Hallo, hallo. Jetzt geht's wieder. Was war das gerade? Kann ich dich... Nein, kann ich nicht. Okay. Ja, dann tut's mir leid. Ja, das ist toll. Das ist super. Du bist ja Knallerfreund. Ah, der ist eingeschlossen. Cool. Ich dachte gerade schon. Wieso macht er denn nichts? Ich dachte, das würde nicht funktionieren. Aber das hat gesessen. Hallo, hi. Ja, prima. Aua. Das war Knäppchen, du. Och, Kines, kannst du mal bitte treffen jetzt hier? Och, Leco Mio, ey. Das Treffen funktioniert ganz toll bei dir, Junge. Oh Gott. Sag mal, du schießt immer ganz woanders dahin, als ich eigentlich hingezielt habe. Willst du mich veräppeln? Ein Kupferhai. Ich glaube, den kennen wir aber auch schon, den Kupferhai. Na komm. Hä? Sonst konnte ich den auch immer mitnehmen. Einfach so. Da hat auch keiner nachgefragt. Oh ja, Betäubung. Ach, das sind die Feuerfische. Die braucht kein Schwein. Das nehme ich gerne mit. Yeah. Oh Gott. Nein. Nein, schwimm doch nicht da rein. Schwimm dir doch nicht in die Zähne. Du Blödmann. Hallo? Kannst du... WS? Dein Ernst? Boah, ey. Diese Minigames bei den ganzen Dingen sind so nervig. Ich bin schon wieder nur bei 73. What the hell? Da drüben.
ganz dringend. Was haben wir denn hier? Ein Golfschläger, ist klar. Okay. Lalalala. Hier ist irgendwie gerade alles ausgestorben. Oh Gott, da ist was ganz Großes. Hallo? Hallo? Oh, was? Nimm mit! Nimm mit! Nimm mich mit! Geil! Wir haben einen Riesenhai mit lebendig mitgenommen. Geil! Sehr gut! Ich glaube, da ist es jetzt egal, ob ich draufgehe oder nicht. Der wurde ja abgeholt. Aber wie gut! Da habe ich jetzt gar nicht mitgerechnet, dass das funktioniert. Boah, ich liebe dieses Betäubungsding, ne? Ich hätte gern so ein Betäubungslevel 3, 4, 5, 6. Ich würde diese Betäubungsspitzen gerne selber herstellen. Das ist voll geil. Ich habe damit sogar ein Hai betäubt. Ein Riesenhai. Munitionskiste. Ach, das ist wieder Knöchlis. Nehme ich mit. Da haben wir Sauerstoff. Hä, kommt mir das nur so vor? Da kann ich nicht hier ganz runter. Oder bin ich einfach nur an der falschen Seite? Oh, da haben wir auch noch eine Kiste. Was ist das? Schockharpune Level 3. Nee, ich bleib bei meiner Betäubungsharpune. Die gefällt mir richtig gut. Oh, ich glaube, da komme ich jetzt runter. Hallo. Oh, ein gutes Katana. Sehr geil. Eine Scharhüssel? Oh, ich glaube, ich darf nachts nicht runter. Das Restaurant ist noch offen, also lass uns nicht zu weit rausgehen. Ich darf gar nicht ganz runter. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, nee, da kann ich nicht rein. Ne? In der Nacht ist es auch da viel zu dunkel. Das lassen wir mal lieber. Schade. Toll. Juhu. Mitnehmen. Guten Tag. Oh, schade, dass ich... Schade, dass ich ein Ding nicht mehr habe. Schade, dass ich nicht noch eine zweite Kapsel habe. Und einfach wieder eingepennt. Geil. Ich liebe das. Und nochmal eingepennt. Oh, das ist voll geil. Ich liebe es. Dieses Betäubungsding ist super. Oh. Das hätte ich gern dauerhaft. Au! Nein, geh doch nicht so nah ran. Bist du denn wahnsinnig? Bist du denn des Wahnsinns? Also entweder der hat unfassbar viel Schaden gemacht, was ich mir nicht erklären kann, weil sonst haben die nie so viel Damage gemacht. Oder ich hatte schon von vornherein nicht mehr so viel Sauerstoff. Schockharpune. Uninteressant. Hm.
Ach, hier kann ich auch wieder nicht weiter. Okay, ich denke mal, dann haben wir hier alles abgegrast und haben einen lebendigen Hai gefangen. Einen lebendigen Hai zurückgebracht. Betäubt und zurückgebracht. Hallo. Gute Nacht. Ups. Schlaf gut. Ach, das ist, glaube ich, das... Huch, das wollte ich nicht aufheben. Das ist, glaube ich, hier mit dem Artefakt von den Bewohnern. Hallo. Sind denn keine Muränen mehr in der Nähe? Oha. Ah, doch, da. Hallo. Dich hätte ich gerne noch mitgenommen. Na, der wehrt sich jetzt aber vehement gegens Einschlafen, ne? Ah, ne. Ja, jetzt kann ich mitnehmen. Ups. So. Ich glaube, wir haben genug. Wenigstens ein kleiner Erfolg, nachdem uns hinten so diese ganzen Thunfische weggekommen sind. Glaub das immer noch nicht, ey. Ich glaub das immer noch nicht. 3 oder 4 Thunfische, die wir gejagt haben. Alles weg. So, da ist noch ein Topf. Oh, hochwertiges Katzenfutter. Nice, das nehme ich auf jeden Fall mit. Da haben wir noch einen Seeigel. Oh ja, da haben wir noch Quallen. Würfelquallen. Da, eine lebendige Würfelqualle. Ich meine, klar, ich kann noch mal schauen, ob es noch mehr gibt. Vielleicht kann ich noch einen alten Fisch, den ich eigentlich gar nicht brauche, wegtun, damit ich Platz habe. Nein, da unten ist aber was Großes. Nee, ich glaube, wir gehen lieber. Wir gehen lieber. Zurück. Zurück! Au. Größter Fisch, Tigerhai. Jui. Einen lebendigen Tigerhai. 27 Stück. Und hier haben wir Muränen, Kupferhai, Barracuda, Würfelqualle, Rogen, Geul. Also wir haben einiges gekrischt. Geht's da noch weiter runter? Nee. Jetzt haben wir dann hier noch eine Würfelqualle, ein Sägehai, Barracudas, Muränen, Seeigel. Also wir haben einiges geschnambuliert, ne? So. Ach so, stimmt ja. Du wolltest ja nachts nichts. Ach guck, ich kann nachts auch nicht darüber. Ah doch, kann ich. Entschuldigung. Ich guck mal nach meinen Fischlis und dann gehen wir zu unserem Restaurante. Und zu unserem schlecht gelaunten Restaurante. Ah, guck, da haben wir den Rogen drinne. Sehr schön. Da haben wir auch Rogen drinne. Boah, schön, 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 schön. Kann ich denn was freischalten? Ich habe gerade Räuchern gelesen. Fläche erweitern, Fläche erweitern. Könnten wir beides theoretisch machen. Heißt das, dass man die so erweitern kann für diese ganzen Böppel hier?
Ach du Schande. Ach du Schande. Oh, da haben wir... Ich glaube, wir haben hier echt einen Haufen Zeug zu erledigen. Alter Falter. So, einmal zum Sushi-Laden. Und der Alten und dem kleinen süßen Mädchen ihr Lieblingsgericht kochen. Okay, die kommt scheinbar nicht mehr. Die kommt scheinbar nur einmal oder so. Da. Oh, das kann ich wieder Tigerhai. Gibt's was Neues? Ich glaube, das kennen wir aber schon. Ich glaube, das haben wir schon mal gesehen. Alle 34. Holla. Oh nein, das wollte ich nicht machen. Jetzt habe ich den Thunfisch verarbeitet. Ah, da haben wir Seeigel. Den unfassbar leckeren Seeigel. So, fertig. Huch. Na, viel Auswahl haben wir jetzt nicht mehr, ne? So. Let's start. Ah doch, da kommt sie wieder. Oh, Entschuldigung. Ich habe es nicht gesehen. So, bitteschön. Da ist jetzt aber jemand happy, ne? Warum meinst du denn plötzlich? Es schmeckt einfach zu gut. Es ist einfach zu gut. Verdammt nochmal, es ist zu gut. Es erinnert mich an meinen Papa. Was geht hier vor sich? Mein Name ist Maki. Und ich habe versehentlich weitergedrückt. Papa brach vor einer Weile auf, um die Tiefen zu erkunden. Aber ich habe den Kontakt zu ihm verloren.
Sein Lieblingsessen war Kombu und Ochakzuke aus weißer Pferdemakrele. Und ich habe gehört, dass es das nicht gibt. Also komm ich vorbei, weil ich dachte, es wäre. Oh, tut mir leid. Wenn ich jemanden sehe, der wie dein Vater aussieht, werde ich dir sagen. Und was ist das für eine Puppe? Das ist ein Seeengelstofftier. Mein Papa gab mir das, bevor er ging. Oh, kann ich dich um einen Gefallen bitten? Es geht um Seeengel. Ich habe noch nie einen echten Seeengel gesehen. Kannst du mir anfangen? Ein Seeengel? Wie soll ich das tun? So etwas Kleines kann man nicht mit einer Harpune fangen. Was könnten wir tun? Wir könnten das hier benutzen. Ein Insektennetz. Ja klar. Das könnte funktionieren. Alles klar, ich werde es ausprobieren. Mama, warte doch nur, du Walrus. Zieh deine Strumpfhosen an und spring ins Wasser. Oh, es tut mir so leid. Ich kann meine Gefühle nicht gut kontrollieren. Okay, wir haben jetzt ein Insektennetz gekriegt, womit wir Seeengel fangen können. Du kannst das Insektennetz verwenden, um kleine Kreaturen wie Seepferdchen und Seeengel zu fangen, die sich nicht mit der Harpune erwischen lassen. Alles klar, fange Seeengel. Okay, das würden wir dann morgen direkt machen. Ah, ein Bier. Ich verstehe nicht, wie das funktionieren soll. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll mit diesem Bier. Ich bin zu dumm, das Bier einzuschenken. Oh, ein bisschen mehr Geld. Juhu, Dankeschön. Und wir sehen uns gleich wieder.